Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde hier bei Let's Dance bzw. bei The Book of Unwritten Tales Teil 2. Wir haben immer noch das Problem, wir brauchen den Katerkiller und müssen dafür mehrere Figuren jetzt machen. Und zwar, wir haben ja hier, sollen wir hier das Ganze ein bisschen shaken und brauchen Bebop, Mangang, Donkey Donk und Freakout. Ich meine, Freakout ist klar, das wird der hier sein. Aber was die anderen sind, habe ich keine Ahnung. Ah, nee, da komme ich wohl nicht raus. Okay, dann machen wir einfach mal kurz hier alle durcheinander. So. Und den hier. Okay, das sind ja alles die Figuren eigentlich, die der Affe hinten immer macht. Und ich glaube, wir nehmen einfach. Ah, guck mal hier. Hier haben wir Donkey Donk und Freakout nacheinander. Das heißt also, mit Burning Mary können wir die zwei letzten machen. Und jetzt brauchen wir noch Bebop und Mangang. Ja, genau. Sehr schön. Ach, hier können wir. Ah, hier. Bebop und Mangang, nur in falscher Reihenfolge. Okay, und hier haben wir Donkey Donk und Mangang. Okay, dann bestellen wir uns ein Mojito. Und dann eine Burning Mary, wenn ich das richtig sehe. Also, hi Affe. Und ich will ein Mojito. Also, falsche Reihenfolge. Hüpfen. Also, erst Roboter und dann hüpfen. Und der ist egal. Dankeschön. Okay, und also, wir merken uns nochmal Roboter hüpfen. Ah, uff. Und nach oben wedeln. Okay. Also Basketball und dann. Und ich kann mir den. Und ich kann mir den immer noch nehmen. Ah, komm, den lernen wir auch noch. Hier, komm. Fiebert eh nicht betrunken. Oh, okay. Glas können wir nicht nehmen. Gut, ich glaube, dann haben wir alle Figuren. Also. Zuerst den Roboter. Ich glaube, das war doch das hier mit dem Armen. Genau. Gut. Dann das Hüpfen. Das hier ist Freakout. Das hier war doch dieses mit dem Gong. Genau, dann ist es auch nicht. Dann müsste das hier das Hüpfen sein. Ja. Also das hier war Gong. Dann ist das hier Basketball. Ja. Und ja, hier das Freakout wedeln dürfte dann das hier sein. Ja! Wir haben den Katerkiller. Genau, es steht schon dran. Das heißt, damit kriegen wir jetzt Nate hier halt eben wieder nüchtern. Aber ich spreche ihn nochmal an. Okay, dann benutze Katerkiller. Oh. Was? Nicht wahr? Was zum. Schmeckt wie. Wow. Juhu.
Und außerdem hat es all den schönen Alkohol vertrieben. Und außerdem haben wir einen zusätzlichen Stunt-Erfolg bekommen. Können wir jetzt die Lampe holen? Wir sollten diesen Friedhof verlassen. Dort draußen gibt es andere Möglichkeiten, Ruhm und Gold zu finden. Wir sind wegen der magischen Lampe hier und werden diese Insel nur mit ihr verlassen. Sagt wer? Die hier. Aber sehe ich das jetzt richtig? Ist es jetzt wieder wie bei den Viehchroniken, dass wir hier zwischen beiden wechseln können? Das ist schön. Das freut mich. Hier ist was faul. Merkst du das nicht? Die Lampe ist es nicht wert. Eine Lampe mit einem Djinn, der einem 3 Wünsche erfüllt? Die ist so ziemlich alles wert. Außerdem brauchen wir sie, um von dieser Insel zu kommen. Wieso? Der rote Pirat hat die Mary mit einem magischen Schloss angekettet. Nur er kann es öffnen. Oder ein mächtiger Zauber. Ich gehe mal davon aus, du willst die Mary nicht hier zurücklassen. Mir wird schon etwas anderes einfallen. Ich mag den kleinen Typen irgendwie nicht. Also der ist so richtig... Ja, ich weiß es nicht. Er hat irgendwas und ich glaube, er wird uns im späteren Spiel auch noch irgendwie Ärger machen. Nehme ich an. Ein Wunsch für dich, einer für mich. Und den dritten verkaufen wir meistbietend. So war es abgemacht. Wenn wir jetzt einen Wunsch für die Befreiung der Mary ausgeben... Bleibt immer noch ein Wunsch für mich und einer zum Verkaufen. Wo ist das Problem? Aber... Mir ist egal, was du mit deinem Wunsch anstellst. Befreie die Mary oder lass sie hier. Ein Arsch. Reizend. Ja, solche Freunde wünscht man sich natürlich. Cooler Anzug. Selbst gebastelt? Du verstehst nichts von Technik, ich nichts von Smalltalk. Lassen wir es. Also schön, wie sieht unser Plan nochmal aus? Du wolltest den roten Piraten und die Wache im Palast ausschalten. Check. Naja, bis auf den Affen. Sobald der Affe keine Probleme mehr macht, komme ich rein und hol die Lampe. Und du kommst tatsächlich durch die Kristallkuppel, ohne dass der Rote was merkt? Schnell und leise. Kein Problem. Er hat einige wirklich mächtige Artefakte da drin. Wenn er uns erwischt... Kümmere dich um den Affen. Ich kümmere mich um den Rest. Okay. Halt mich doch nicht die ganze Zeit von der Arbeit ab, altes Plappermaul. Ja, das ist es immer. Aber wir haben hier recht viele Sachen, die wir jetzt hier auch anschauen können. Ich weiß nicht mal, wie der Gnom heißt. Hab ihn in einem Gasthaus in Bonzing getroffen und von der Lampe erzählt. Hat einige gute Tricks auf Lager. Wenn er sagt, er kann eine Kristallkuppel schnell und ohne Geräusche öffnen, dann glaube ich ihm das. Na, dieses Gottvertrauen... Diese Stadt war lange das Herz des Piratentums von Aventasien. Zumindest der fliegenden Piraten. Jeder Stein, jeder Nagel. Alles von fleißigen Piraten irgendwo geklaut. Unheimlich. Sie sehen so echt aus. Und ich glaube, sie sind echt. Ich glaube, das war wahrscheinlich wieder irgendein fehlgeleiteter Zauber von unserem Freund, dem Djinn. Ein Wassertrog ist keine so angenehme Schlafstelle für Betrunkene, wie man annehmen sollte. Aber was soll man machen? Traditionen wollen gepflegt werden. Zuerst dachte ich, vielleicht sind es neue Stücke für die Sammlung des roten Piraten. Aber dann hätte er sie bestimmt in seinem Palast und nicht hier draußen. Okay, da oben haben wir noch die Palme. Eigentlich stehe ich auf Kokosmilch, aber nach dem Drink vom Vieh würde ich sie momentan nicht mal aus dem Bauchnabel von... Ich will keine Kokosmilch. Ich und der Kurze da drüben waren uns ziemlich sicher, dass der Rote mir nichts antun würde, zumindest vorerst. Er ist ein Spieler und Sammler und er mag es zu gewinnen. Er hätte seinen Sieg erstmal ausgekostet. Und bevor er mich als Warnung hingerichtet hätte, wären wir längst mit der Lampe verschwunden gewesen. Okay, schau in den Abgrund. Niemand weiß genau, warum diese Insel fliegt. Die meisten vermuten ein missglücktes magisches Experiment oder ein Scherz der Götter dahinter. So oder so, es war das perfekte Versteck für Luftpiraten.
Ja, die Insel ist dann irgendwann in Nordend und ja, ist eigentlich früher umgezogen hier, da wo jetzt der Krater von Dalaran ist, oder? Wir, die Piraten der Pirateninsel, fordern, dass dieser Kopf sofort von unserer Insel verschwindet. Ihr zeichnet XXX, XXX, XXX und so weiter. Okay. Was haben wir noch? Hier können wir zum verrückten Vogel. Wir können mit dem Vieh reden. Hier ist auch noch die noch eine Statue. Ich habe den roten Piraten nach den Statuen gefragt. Er ist mir ausgewichen und hat die nächste Runde bestellt. Das Piratenleben ist nicht mehr das, was es mal war. Man muss sich um alternative Einnahmequellen bemühen. Klingeltöne, Kaffeefahrten, Merchandising, solche Sachen. Oh, okay, was hat Svi für uns noch für Informationen? Hey, Partner. Was immer du mir da eingeflößt hast, es hat funktioniert. So nüchtern war ich seit Wochen nicht mehr. Das war kein Kompliment. Jetzt ist Teamwork gefragt, Fee. Nur wenn wir zusammenarbeiten, kommen wir an die Lampe und können diese Insel verlassen. Du lenkst jemanden ab, ich hau ihm eins über den Schädel. Jemand schießt auf mich, du springst dazwischen. Du weißt schon, Teamwork. Bis später, Fee. Okay, gut, hier haben wir eigentlich alles. Schauen wir mal in den Palast noch mal rein, da waren wir ja auch. Gut, was hat er hier zum Sagen? Ein altes Schwert in einem Felsen. Da stellen sich doch gleich mehrere Fragen. Was hat der arme Felsen verbrochen, dass ihn jemand erstechen wollte? Wer hat genug Kraft, um das Schwert in den Felsen zu rammen? Und vor allem, wer profitiert vom Mord? Gott, ich wäre so ein guter Detektiv. Oh, ist der blöd. Was soll ich mit einem alten Schwert? Außerdem ist es vermutlich eh stumpf. Wer weiß, wie viele Felsen damit schon erstochen wurden. Okay, der rote Pirat betrachte das Tuch. Geisterkompass. Ein alter Kompass. Die Nadel dreht sich die ganze Zeit. Kann mir nicht vorstellen, dass der viel wert ist. Wer will schon einen Kompass, der nicht nach Norden zeigt? Okay, der hat auch nicht Fluch der Karibik gesehen, aber ist okay. Betrachte die Öllampe. Hier steht eine Menge wertvoller Kram rum, aber das da ist das Kronjuwel. Eine magische Lampe, in der ein Djinn lebt, der einem drei Wünsche erfüllt. Er wird mich reich und mächtig machen, sodass ich endlich würdig bin. Würdig für was? Für... Kann es sein, dass die Mutter ihn irgendwie vertrieben hat? Also wenn wir hier wieder dran gehen, dann kommt wieder der Affe. Ob man einfach... Was ist denn los? Gar nichts, gar nichts. Nichts passiert. Okay. Er hat dieses Bündel den ganzen Abend nicht losgelassen und hat sich geweigert, mir zu zeigen, was sich darin befindet. Schockiert war er geradezu, als ich es sehen wollte. Okay, ich denke, das werden wir irgendwie austauschen müssen. Aber ich habe alles. Könnt nicht gehen. Geld und Macht. Er scheint Albträume zu haben. Jemand sollte ihn vielleicht wecken. Aber ich habe nicht vergessen, dass er mir jahrelang Kopfgeldjäger auf den Hals gehetzt hat. Nur weil ich einmal beim Poker besser betrogen habe als er. Die Mary war das Einzige, das er in seinem Leben jemals verloren hat. Oder was ihm gestohlen wurde, wie er es ausdrückt. Okay, betrachte Erdnüsse. Ein paar alte Erdnüsse in einer dreckigen Schale. Abendessen für Champions. Der Trank des Viehs hat glücklicherweise dafür gesorgt, dass ich ohne Übelkeit und Kopfschmerzen aus dieser Sache rausgekommen bin.
Trotzdem wird es einige Zeit dauern, bis ich die Nase wieder in so ein Buch stecke. Das ist der Kerl, der mir all den Alkohol gemixt hat. Du solltest dich schämen, einem Mann das zu geben, was er will. Okay, bei dem kriegen wir anscheinend nichts mehr und wir haben hier auch alles gemacht. Erdnüsse haben wir uns schon geholt. Ich dachte, wir können hier vielleicht irgendwas machen, aber ich glaube, jetzt kommt es auf Kombinationsspiel drauf an. Schauen wir mal rüber, ob wir hier irgendwas machen können. Da ist wieder der Vogel, hier ist das Schloss. Ja. Hm, ein echter Piratenvogel. Sein Vater dürfte ein Papagei gewesen sein, der in jedem Hafen ein Mädchen hatte. Ich frag mich, ob noch irgendeine Hey, du hässlicher Vogel! Lass die Erdnüsse liegen, du hässlicher Vogel! Er kann sprechen. Okay, er steht also auf Erdnüsse. Wissen wir? Da ist Salz in der Pfanne. Könnte mir vorstellen, dass das Vieh dafür verantwortlich ist. Während ich im Wassertrog unsere Situation analysiert habe, hat es anscheinend wieder nur Unsinn angestellt. Das Schloss sieht in der Tat magisch aus. Ich frage mich, ob... Alarm! Psst. Schon okay. Anschauen, nicht anfassen. Okay, hier haben wir, glaube ich, alles. Wir können noch Mary angucken. Ich glaube, dann wechsle ich mal auf Vieh. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir den Vogel irgendwie ablenken können. Dass ich sage, okay, guck mal hier, Erdnüsse. Gib dem Papagei eine Erdnuss. Ah, guck, er folgt uns. Ah, und jetzt kann ich die Decke nehmen. Okay. Alarm! Psst, würdest du... Hey, psst! Alarm! Ah, okay, wir müssen die Decke wieder drauf tun. Oder ich muss weiter abhauen. Das kann es natürlich auch sein, dass er es einfach noch sieht, irgendwie. Und deswegen... Okay, und jetzt... Ich weiß nicht, ob das geht oder ob wir da eine Chance haben. Kann ich ihn rüber... Ja, er folgt uns. Jetzt wechseln wir schnell auf Nate und hoffen, dass er jetzt hier zack. Okay, haben wir alles? Und ja. Meist wurde der Spiegel eingesetzt, um die Flucht von Luftschiffen dramatisch zu verkürzen, deren Insassen sich den Zorn des roten Piraten zugezogen hatten. Meine Mary. Der rote Pirat hat sie persönlich in Ketten gelegt, als wir angekommen sind. Damit hatte ich nicht gerechnet. Sicher, es war mal sein Schiff und er hängt an ihr. Aber ein riesiges magisches Schloss? Man kann es auch übertreiben. Ja, du musst doch nur die Kette durchschneiden irgendwie. Sobald hier. Wir den Djinn haben, muss alles sehr schnell gehen. Ob öffne das Schloss und lass Gold regnen als ein Wunsch durchgeht? Wir werden sehen, sobald wir die Öllampe haben. Sobald wir den Djinn haben, muss alles sehr schnell gehen. Ob öffne das Schloss und lass... Wir werden... Ja, ich möchte nicht die Mary betrachten, ich möchte den Spiegel hier irgendwie benutzen. Aber da können wir nichts direkt machen. Kann ich jetzt vielleicht an das Schloss rangehen? Au! Wie befürchtet, das ist eines der magischen Spielzeuge des Roten. Jetzt brauchen wir einen Magier, einen magischen Dietrich oder wir müssen doch einen der Djinn-Wünsche opfern. Mist.
Okay, da können wir leider nichts machen. Komisch. Kann ich mit dem Vieh irgendwas machen? Der Papagei ist jetzt unserer. Haben wir hier irgendeine Möglichkeit? Schau in den Abgrund. Okay. Wir müssen den Vogel irgendwie ärger loswerden. Was will er jetzt machen? Ach, wieder ein kleiner Bug, den wir hier gefunden haben. Okay. Und er fängt an zu tanzen. Ja, ich habe verstanden. Okay. Spielladen, Autosave. Ja, muss halt sein. Okay. Wir müssen irgendwas. Lege die Decke auf das offene. Dann veräppeln wir den Vogel. Das sieht vielversprechend aus. Okay, der Vogel kommt. Gute Nacht. Der schräge Vogel scheint ganz friedlich zu sein. Vermutlich hat er seine Niederlage akzeptiert. Oder er ist eingeschlafen. Hatten wir das nicht schon irgendwie? Okay, also das Schloss, an dem Schloss kann ich nichts machen. Aber zumindest mal sind wir jetzt hier so ein bisschen sicher. Okay, und wir brauchen jetzt trotzdem hier irgendwie eine Möglichkeit, wie wir jetzt fortfahren. Hey, Partner. Bis später, Fee. Damit können wir nur wechseln. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nicht direkt. Seit der rote Pirat vor rund 10 Jahren die einige meinen, aber ich sag. Okay, da geht nichts. Schaue unter das Tuch, geht es? Ich glaube nicht. Nur ein ganz kleiner Blick. Nate! Bist du wahnsinnig? Ich wollte nur mal gucken. Niemand darf ihn sehen. Er ist schrecklich. Ah, okay, das wusste ich nicht. Alles gut, ich werde es nicht wieder versuchen. Wo sind all die Piraten? Sag mal, wo sind eigentlich all die anderen Piraten? Weg! Haben mich allein gelassen. Alle. Die meisten lungern in der Pirates Bay herum und leben von anderer Leute Arbeit. Das ist doch keine ehrenhafte Piraterei. Oh nein. Oh, das ist die krasseste Anspielung. Okay. Oh, ich habe Tränen in den Augen. Das ist. Ah, die Kommentare sind echt zu klasse. Da unterm Tuch hast du wohl deine neueste Errungenschaft, oder? Ja, er ist schrecklich. Wenn er schrecklich ist, warum schließt du ihn dann nicht einfach weg? Er ist auch wundervoll. Er ist so mächtig. Hä? Und wertvoll? Wertvoller als, sagen wir mal, die Wunderlampe da drüben? Mit ihm kann man ganze Armeen besiegen, verstehst du? Und ich musste ihn doch ausprobieren. Aber das was ist bringt jetzt nicht es, der so Gym, eine oder? Macht zu haben und sie dann nicht zu benutzen? Das wäre unverantwortlich? Genau, wenn man etwas kann, muss man es auch tun. Ich denke, wir sollten weiter schlafen. Du ganz besonders. Du willst mich doch nicht verlassen, oder? Was? Nein.
Also, wir fühlen uns ungemein wohl auf deinem menschenleeren fliegenden Felsen. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Ich will weg hier. Sofort. Er hat irgendwie echt ein Problem. Was können wir hier machen? Ich glaube, es ist auch wieder so ein Kombinationsspiel. Kann ich Nate irgendwie... Ich hab hier... Wir müssen dem Affen irgendwie den Fels klauen. Ein paar mehr können nie schaden. Ich hab irgendwie das Gefühl... So, da können wir nichts machen. Wir haben hier echt keinerlei Kombinationen irgendwie, die hier übrig sind. Ich spreche, glaube ich, nochmal draußen jetzt mit dem Kopfgeldjäger vielleicht. Wüsste nicht, was es noch zu bereden gäbe. Vieh und ich kümmern uns um den verdammten Affen. Dann stiehlt der Blechmann leise die magische Lampe. Ganz sichere Sache. Okay. Ich probiere es mit dem Vieh hier mal, ob der hier irgendwas hat. Nee. Malaka bum bum. Okay, der Kopfgeldjäger geht nicht. Kann ich... Hm? Glugluck? Ja, ich weiß. Ich hätte den ein oder anderen Drink wegkippen sollen, so wie es der Plan war. Aber du weißt ja, wie das ist. Ach, erzähl mir nichts. Als Layla fortgeflogen war, wolltest du auch nur noch vergessen. Layla! Wir holen sie uns zurück, Buddy. Alle beide. Herr Poker! Was man so hört, sind die Djinns unglaublich mächtig. Poker Salara! Sollte reichen, um uns beiden einen Haufen Probleme vom Hals zu schaffen. Bulliol? Bulliol? Ach, das ist dann wieder der Wechsel. Okay. Warte mal, welcher war das hier? Also hier kann ich nichts machen. Ich kann mir Erdnüsse nehmen. Okay, wir müssen den Piraten irgendwie hier ablenken. Damit das Ganze geht. Kann er hier irgendwas noch? Alle weg. Allein gelassen. Allein. Okay. Probieren wir es mal so. Mit Nate können wir keinen Drink bestellen. Brutal Mary. Brutal Mary. Okay, ich will auf Nate wechseln. Jetzt kommt die Flamme. Jetzt legt er den weg. Und jetzt nehme ich ganz schnell den Fez. Wow, ganz ruhig, Kleiner. Nein, davon bin ich geheilt. Vorerst. Ein paar mehr können nie schaden. Ich krieg nur Erdnüsse, das gibt's doch nicht. Wir müssen den Affen loswerden, wenn wir die Öllampe unbemerkt stehlen wollen. Und das wollen wir. Der rote Pirat hat eine Menge magisches Spielzeug und eine äußerst labile Psyche. Eine gefährliche Mischung. Es ist verwirrend. Wie krieg ich diesen blöden Fez von ihm? Ich habe zwar auch noch gar keine Ahnung, wie ich... was ich damit nachher machen möchte. Es ist... Aber er lässt auch nichts anderes stehen irgendwie. Oh, oh.
Katerkiller-Rezept, alte Erdnüsse. Habe ich hier mit dem... Na, da kann ich nur trinken und das wird er wieder ein abgehen. Kampf wäre zu laut und sehr kurz. Ich habe gesehen, wie ein einzelner Piratenaffe ganze Handelsschiffe versenkt hat. Wir müssen den Affen los. Der rote Pirat hat eine Menge magisches Spielzeug und eine Nein, davon bin ich geheilt. Vorerst. Okay, den kriegen wir auch nicht. Ach, was... Kann ich die Erdnüsse hier mit irgendwas benutzen? Inventar schließen? Ich hab... Boah, ist das... Okay. Wir müssen einfach wieder vorgehen, indem wir alles mit allem probieren zum Kombinieren. Wir haben hier die Erdnüsse. Nee, geht nicht. Dann gehen wir nochmal zur Anlegestelle. Aber da gibt es irgendwie auch keine Möglichkeiten mehr, oder? Ach, wir haben hier noch untersuchende Kiste. Ich dachte, das ist die vom Papagei. Feze sind cool. Ein cooler Fetz. Okay. Kann ich die Erdnüsse hier noch irgendwie benutzen? Okay, dann haben wir jetzt doch was zum Austauschen. Aber wieso sollte ich jetzt den einen Fetz mit dem anderen tauschen? Aber ja klar, wir müssen es natürlich machen. Okay, stellen wir Nate wieder hier hin. Dann wechseln wir auf das Vieh. Und er läuft wieder nach Kamtschatka. Okay, rede mit dem Affen. Brunzel und Mary? Brunzel und Mary? Okay, wechseln. Vertausche Fetz gegen cooler Fetz. Und? Haha, das tat weh. Jetzt müssen wir dich nur noch da rauskriegen. Das ist mein Job. Richtig. Wie lange brauchst du? Ich könnte inzwischen... Was wolltest du sagen? Und das ist der Grund, warum man immer einen zuverlässigen Partner haben sollte. War eine Kleinigkeit. Oh, ich habe nicht mit dir gesprochen. Jetzt aber raus hier. Oh, der wird böse sein wieder auf uns. Mach dich auf eine Show gefasst, Vieh. Ah, hallo. Oh, du bist ein Neuer. Tata! Was? Solltest du nicht eine große Show abziehen? Tata! Oh Mann. Oh, ich mag den Benny. Der ist ich dachte immer, Jinns seien gottähnliche Supermagier mit gesundem Ego. Oh ja, sie sind toll. Aber bist du nicht auch ein Jinn? Oh, nun ja, das stimmt natürlich. Also nicht, dass du nicht toll bist. Ich dachte nur, du wärst größer. Meine Brüder sind alle größer. Sie dienen den mächtigsten Herrschern überall im Universum. Mich, naja, mich haben sie hierher geschickt zum Üben. Sie meinten, in dieser seltsamen Welt fällt es nicht so auf, wenn ich Mist baue. Mein Name ist Nate. Du kannst mich Meister Nate nennen. Wie ist dein Name? Benjamin Ben Nabil Tafik Ben Ikrem Kamil Ben Abbas Ibn Hatschi. Gesundheit.
Ich nenne dich Benny. Als Djinn musst du mir 3 Wünsche erfüllen, oder? Natürlich, klar. Aber? Es wäre schön, wenn, nun ja, könnten wir uns vielleicht auf 3 kleine Wünsche einigen. Wie definierst du? Du meinst, wenn ich mein eigenes Königreich mit unermesslichen Reichtümern haben will, darf es nur ein kleines Königreich sein? Unermessliche Reichtümer? Ich könnte vielleicht eine Münze... Eine Münze? Ich will eine Elfenprinzessin beeindrucken. Meinst du, ich kann das mit einer Münze? Ich bin nun mal nicht so gut im Zaubern. Nicht so gut im... Ganz ruhig. Alles zu seiner Zeit. Oh, okay. Fangen wir klein an. Öffne das da. Oh. Oh? Das ist nicht so ganz einfach. Nicht ganz einfach? Bitte nicht unter Druck setzen. Ich mag es nicht, wenn man mit mir schimpft. Konzentriere dich und öffne das Ding. Das ist mein Wunsch. Also gut. Ich hab's geschafft! Alarm! Hast du das gesehen? Das Schloss? Du solltest das Schloss öffnen! Das ist ein magisches Schloss! Das kann ich nicht! Benny, sofort! Aber wenn ich was falsch mache? Oh, Jemini. Ah, das ist so... ja, das schlechteste Djinn überhaupt. Benny, wütender Pirat und wütender Kopfgeldjäger. Am Ende schimpfst du sicher wieder. Okay. Keine Zeit für Diskussion. Du öffnest das Schloss jetzt. Ist das dein zweiter Wunsch? Mein zweiter? Ja, das ist mein zweiter Wunsch. Lass alles raus, Benny. Du gegen das Schloss. Also gut. Ich kann das erklären. Die Lampe gehört mir. Oh, da können wir gerne drüber reden. Oh-oh. Oh-oh? Oh, da kommen sie. Keine Bewegung. Ich wünschte, ich könnte der Aufforderung nachkommen. Wirklich. Ah!